Hallo zusammen! Endlich geht es wieder zum Klaffdrachen. Beim letzten Mal habe ich ja eher die Läuterung gesucht, ne? Den Läuterungsstein. Bin ein paar Mal gestorben. Ich weiß gar nicht, was da los war. Irgendwie war das nicht so mein Tag. Aber heute geht's hier hochmotiviert weiter mit der Fackel im Gesicht. Nein, auf jeden Fall kriegen wir das hin. Na, ich bin da guter Dinge. Natürlich muss ich mich hier gleich mal treffen lassen. Aber egal. Ihr müsst mir natürlich die Daumen drücken, dass das was wird und dass wir hier nicht jetzt eine Stunde beschäftigt sind mit diesem Klaffdrachen. Aber wenn es so sein sollte, bleibt dran. Ihr wisst doch, nur gemeinsam können wir das hier hinbekommen. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, ne? Ich wäre dafür, dass ich das schaffe. Ich werde auch ausnahmsweise den Drachen nicht anvisieren. Na, das habt ihr jetzt schon ein paar Mal geschrieben. Und ich hoffe, dass ich trotzdem treffe. Ich brauche eigentlich immer hier so eine Zielerfassung. Ich habe zu wenig Zielwasser getrunken. Deswegen. Diese hübschen Schleimis hier. Übrigens, danke auch für euren Zuspruch, ne, dass ich mich hier so durchboxe und dass ihr mich anfeuert. Das hilft mir wirklich. Ich stelle mich manchmal ein bisschen breit an, das weiß ich. Aber es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und nichtsdestotrotz... Oh, ich hätte fast die Ratte vergessen. Oh, knapp. Ja, nichtsdestotrotz ist Dark Souls aber ein schweres Spiel. Das kann man doch immer als Grund gelten lassen, dass das hier manchmal so läuft, wie es läuft. Sind wir ja schon fast da. Er wartet auf uns. Mal kurz gucken. Ich möchte ja mit Solaire zusammenkämpfen. Ich möchte dem Guten eine Chance geben. Da ist er nicht. Da ist dieses Rufsymbol schon wieder hin. Ich war eigentlich der Meinung, das ist hier. Dann ist es wahrscheinlich eine Etage tiefer. Da. Normalerweise gibt es eigentlich noch ein zweites. Das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Das wäre hier. Ich weiß nicht, wo das hin ist. Ich kenne das aus dem ursprünglichen Dark Souls. So, so leer, mein Freund. Bekommen wir das hin? Ich hoffe. Gut, ich stürze mich auf ins Abenteuer. Das... Ach, jetzt ist er erst da. Und ich bin wirklich gespannt, wie viele Versuche wir brauchen. Ich check mal ganz kurz, wie viel Menschlichkeit wir noch haben. Eine haben wir noch theoretisch oben links. Doppelmenschlichkeit haben wir zweimal. Und die einfache haben wir auch zweimal. Wir haben also ein paar Versuche. Aber gut. Auf in die Schlacht. Na, ich möchte das überspringen. Jetzt. Da ist er. Oh Gott, ohne Zielerfassung. Na, das wird ein richtiger Spaß hier. Aber sonst wird das nichts mit dem Schwanz hier. Oh, nee, warum? Hm, da dreht er sich ja jetzt schon. So, Solaire. Du schaffst das, komm. Solaire kann hier tanken und ich hau hier hinten einfach drauf. Warum fliegt der schon wieder los? Hm. Solaire, halte die Stellung. Oh, shit. Ihr seht, was ich meine, wenn ich sage, ich brauche eine Zielerfassung. Ich komme überhaupt nicht hinten ran. Du. Einfach im Kreis. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Solaire hat gerade richtig Schaden gefressen. So richtig, richtig. Oh ja, Solaire ist fast tot, Mann. Was machst du denn, Alter? Komm, jetzt hier den Schwanz. Ich treffe den Schwanz nicht. Da kommen wir niemals ran jetzt gerade, oder? Können wir schön in die Luft schlagen. Oh, okay, wir haben die Großaxt des Drachenkönigs. Das ist das Erste und jetzt müssen wir ihn irgendwie treffen. Das war, glaube ich, so leer, oder?
Soler ist tot. Oh, schade. Oh, weg, 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 weg! Aua! Wir müssen da weg. Oh, scheiße. Oh Gott, wo kann ich mich denn jetzt hier heilen? Das ist ja alles so unsicher. Jetzt schnell rein hier in Flakon. Uhu. Wir haben fast die Hälfte. Ah, da ist der Scheiß. Oh, nee. Der Scheißabgrund da auf der Seite. Ja. Ups. Aber ja, die Hälfte hatten wir fast. So, einmal Menschlichkeit. Wir geben nicht auf. Wir kriegen das hin. Einmal. Es ist halt wirklich tragisch, dass der gute Soler einfach so schnell stirbt. Die Sache ist ja auch, hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt, wenn man sich hier so ein NPC ruft, dann werden die Bosse auch schwerer. Ja, ja, nicht so ein Stress hier, junger Freund. Ach, eigentlich können wir die Schleime auch ignorieren. Nur die Ratten eben nicht. Komm her. Sehr schön. Sehen wir eigentlich unser... Ja, wir sehen unser Zeug auch von hier oben. Ich glaube aber, wir kommen da nicht einfach so runter. Wir müssen da immer durch den... Ja, durch diesen Nebel schreiten. So leer, mein Guter. Gib dir Mühe. Es kann hier nicht immer alles an mir hängen bleiben. Ich hoffe, der ist jetzt trotzdem am Start. Ich bin jetzt ja einfach durchgesprungen. Überspringen! Manchmal kann man das immer erst so spät überspringen. Warum eigentlich? So, schnell das Zeug holen. So, der kann jetzt erstmal da aufpassen. Denn wir haben nämlich noch eine Menschlichkeit hier am Start gehabt. Wäre schade drum. Ja, nee, shit, der steht da falsch rum. Genau, Soler. Jetzt komm, hau rauf und triff bitte. Wenn ich schon nicht treffe, dann muss Soler das machen. Oh, keine Ausdauer. Okay, der Schwanz ist schon wieder ab. Horn hatten wir aber... Was? Ach Gott, ich dachte, Soler ist tot. Das wäre jetzt gerade echt ein bisschen hart gewesen, ne? Soler hier gleich am Anfang quasi. Komm, dann hauen wir hier auf die Hand. Soler, pass auf dich auf. Der liegt immer am Boden, ey. Meine Ausdauer ist wirklich für ein Popo. Weg, 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 weg. Und Soler, du bitte auch. Soler, Mensch, hau doch mal ab da. Guckt euch das an. Der lässt sich einfach zertreten, ne? Ich glaube, das war so leer. Oh Gott. Weg, weg, weg! Rennen! Oh, das war ja gerade schon wieder ganz schön scharf. Und hier ist der Kackabgrund. Oh, nee. Weg, weg, weg. Soler lebt noch. Oh Mann. Wir müssen den rankommen lassen. Okay. Soler liegt im Dreck. Ja, okay.
Wir machen keinen Schaden hier. Ernsthaft. Ja, renne doch. Renne. Wenn wir hier so einen dolleren Angriff machen und dich treffen. Und weg, weg, weg. Der muss mal ein bisschen rankommen. Na komm. Warum fliegt der eigentlich nicht mehr? Der kann doch fliegen. Ja, dann stürm halt an. Oh, oh, oh. Und rum. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, ihn auch mal von vorne anzugreifen, aber ich habe das Gefühl, ich würde das nicht schaffen, da pünktlich wegzukommen. Oh, jetzt fliegt er. Nein! Suppe! Ist ja ekelhaft! Mein Herz rast. Ich habe gerade leider keine seelische Unterstützung von Mario. Aber wir kriegen das auch so hin. Oh, Mann. Der spuckt bestimmt gleich wieder. Oh Gott, da ist der Abgrund. Er tobt los. Ja, bleib stehen. Oh, wie ich mit dem schweren Schlag nicht treffe, ne? Ist das traurig? Oh. Ich glaube, er rennt. Scheiße! Was soll ich sagen? Wir hatten ihn fast kaputt. Shit. Aber macht nichts. Alle guten Dinge sind drei, beziehungsweise ist ja jetzt nicht der dritte Versuch, aber... Achso, Moment. Einmal Menschlichkeit. Ich war guter Dinge. Ja, ja, ist gut. So, wir haben Solaire wieder geschnappt und es geht auf in den nächsten Versuch. Ja, ja, Phantom, Ritter, Solaire wird gerufen. So, und jetzt kriegt er hier auf die Mappe, ne? So ein Klaffdrache, der kann doch nix. Das muss doch mal funktionieren. Oh, scheiße. Muss ich leider einen Flakon nehmen? Ich will hier nicht irgendwie angeschlagen rumstehen. Oh, keine Ausdauer. Schlecht. Boah! Holla. Oh, oh. Nee, nee, nee. Mich lässt du in Ruhe. Danke, danke, danke. Ich kann immer so schlecht erkennen, wie viele Lebenspunkte Solaire noch hat. Guck mal, geht euch das auch so? Ich kenne das immer nicht. Okay, der Schwanz ist ab. Ach so, wir müssen ja auch noch unser Zeug holen. Boah, ey, fast vergessen. 4000 Seelen. Wird eigentlich mal wieder Zeit für ein Level-Up. Oh, so leer hier. Fast down. Und weg. Wenigstens kann er keinen Schwanzschlag mehr machen.
Komm, Solaire, tank noch ein bisschen. Solaire, ein bisschen hältst du aus. Mann, das ist doch hier so schöne Wunde, ne? Da kann man richtig schön reinpieksen. Komm, Solaire, überlebe. Lenk ihn ab. Wie kommen wir denn da jetzt wieder hinter? Ich glaube, das war... Ja, Solaire ist im Arsch. Oh, wir müssen hier weg. Uiuiui. Jetzt spuckt er bestimmt wieder seine Suppe. Oh Gott. Oh, der Abgrund. Wo ist er denn? Da war er. Mann, komm doch mal mit zur Tür. Ich fühle mich hier vorne sicherer. Wenn die Säulen macht der, glaube ich, eh kaputt, aber... Na? Was ist mit der Suppe? Da ist die Suppe. Oh, hoho. Es ist noch Suppe da. Der hat bestimmt was Schlechtes gefrühstückt, deswegen hat er so schlechte Laune hier. Oh Gott. Wir haben nicht zugeschlagen, wir haben getreten. Wie blöd. Du kannst mich nicht sehen. Komm da mal ran. Der ist schon nicht so hübsch, ne? Oh, oh. Boah. Das war gerade irgendwie knapp. Oh. Oh, Mann, die Ausdauer. Es ist zum Brechen. Ach, du Scheiße. Das hätte jetzt mit einem vollen Schwanz irgendwie ziemlich wehgetan, glaube ich. Hm. Mann, das ist doch nur noch ein Drittel. Ja, los, renne. Renn jetzt. Boah, ich denke bei dieser Kameraeinstellung jedes Mal, dass der uns getroffen hat. Was macht er? Oh Gott, er fliegt schon wieder irgendwo rum und ich sehe ihn dann immer nicht. Zum Tor. Mich, ob der seine Suppe echt nur ein einziges Mal dahin spuckt. Na komm, bleib stehen. Wieso treten wir denn zu? Was ist denn da los? Und jetzt müssen wir weg, 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 weg. Waren wir vorhin genauso weit? Waren wir nicht schon weiter? Ich weiß es gerade gar nicht. Komm. Put, put, put. Wir müssen irgendwann auch noch das Zeug einsammeln da. Aber nicht jetzt. Oh, oh, oh. Diese Musik. Das trägt auch überhaupt nicht zur Entspannung bei. So, jetzt ran hier. Der braucht mindestens noch 3000 Schläge, wenn ich mir das hier angucke. Oh. Vielleicht sollten wir das Schwert auch in beide Hände nehmen. Das macht ja mehr Schaden. Komm, renne, renne, renne. Nicht? Er rennt nicht los. Da ist er wieder. Die Brühe. Weg, weg, weg! So, komm. Ich nehme es mal in beide Hände. Oh ja, wir machen mehr Schaden. Boah, das ist doch nur noch ein Schlag. Oder zwei? Alter, triff den! Komm jetzt! Scheiße, der ist noch nicht down! Wo ist er? Wo ist er?
Er ist ja überhaupt nicht knapp hier gerade. Nicht stressen lassen. So, schaffen wir's? Na, hat geklappt. Ach, wie geil. Schandstadtschlüssel. Das ist jetzt der echte Schlüssel nach Schandstadt. Und ja, Gott, ich bin gerade echt erleichtert, dass das doch geklappt hat. Keine 5000 Versuche. Sehr schön. Wir haben hier auch noch Lederklamotten bekommen. Wir kennen aber unser Problem. Wir sind irgendwie immer zu schwer. Liegt hier noch was? Also eine Sache haben wir eingesammelt, aber ich war der Meinung, es gibt hier zwei Stellen. Anscheinend nicht. So. Geht's hier lang? Nee. Ach, wie geil. Wir haben den Klaffdrachen. Ich weiß gar nicht, was jetzt danach kommen würde für einen Boss. Das habe ich nicht im Kopf. Hallo? Da ist keiner. Hier geht's jetzt weiter. Ah, ja. Ich weiß, wo es weitergeht. Wir müssen hier wieder hoch. Und dort, wo wir den Händler hier unten in der Kanalisation gefunden haben, da ist ja auch noch ein Tor. Und da geht's dann wirklich echt ins Verderben. Sind hier lang? Hier. So, einmal durch. Ich gucke nochmal kurz, was der hat. Ja, hallo. Ja, wir kennen uns schon. Goldharz, ja, brauchen wir nicht. Wir können ja das Drachenschwert nicht verzaubern. Bodenlose Kiste. Inventarverwaltung am Leuchtfeuer. Mir wurde gesagt, dass ich die kaufen soll. Eine seltsame Holzkiste ohne Boden und unbekannter Herkunft. Sie gilt einigen als Symbol entfesselter Habgier. Die Kiste kann eine unbegrenzte Anzahl Gegenstände aufnehmen, die während einer Rast am Leuchtfeuer verwaltet werden können. Klingt gut. Quasi ein großer Rucksack. Moment, ich guck mal kurz. Kristallschwerter. Füße 50. 150 Schaden macht das Ding. Unser Drachenschwert macht aber immer noch 200. Das Großschwert macht 190. Minus 143, weil ich glaube, ich noch nicht stark genug bin. Na gut, wir bleiben hierbei. Und das ist das Tor Richtung Schandstadt. Hui, hui, hui. Aber ihr Lieben, ich gönne mir jetzt erstmal ein kleines Päuschen und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Machen uns hier auf nach Schandstadt. Ich glaube, es wird ziemlich heftig und es werden viele Tode folgen. Also seid dann auch wieder mit dabei. Ciao!